Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Kapitel-Review und zwar zu ganzem Kapitel 32. Das geht auch direkt da weiter, wo das letzte aufgehört hatte. Kanon setzt sich in Bewegung und die Hatsu und Ganze, die springen jetzt erstmal so ein bisschen zur Seite und beobachten das Ganze. Kanon fängt dann auch an zu sprechen, natürlich in seiner Aliensprache, weshalb wir davon nichts verstehen. Und auch die vier Statuen um Kanon herum setzen sich jetzt in Bewegung und greifen die Hatsu und Ganze an. Und die Statuen treffen die Hatsuits auch, allerdings das macht den Hatsuits nichts aus. Und ja, die Hatsuit-Ganzer töten die vier Statuen ohne Probleme in Windeseile, sodass dann nur noch Kanon über ist. Man merkt allerdings schon, dass den Hatsuit-Ganzern das Ganze ein bisschen komisch vorkommt. Und es wurde auch schon im letzten Kapitel gesagt, dass die Mission sich irgendwie zu den anderen unterscheidet. Danach geht es dann erstmal kurz zu Hanbi. Der unterhält sich mit dem alten Mann. Und ja, eigentlich geht es nur darum, ob die Mission jetzt vorbei ist, weil die anderen das ja jetzt übernehmen. Auf der anderen Seite sieht man dann, dass der Ganzmecher noch gegen die riesige Buddha-Statue kämpft und die anderen da einfach nur so zuschauen. Quasi wie so ein Kinofilm, kann man sagen. Gut, Kino gab es zu der Zeit natürlich nicht. Aber so wirkt das Ganze so, die schauen da einfach nur zu. Und also die fühlen sich, also, und auch die anderen im letzten Kapitel haben da Pause auf der Treppe gemacht. Die überlassen das jetzt wirklich komplett den Hatsu-Ganzern und dem Mecha. Ja, ob die sich da mal nicht doch noch geehrt haben, dass sie nichts mehr machen müssen. Denn danach geht es auch wieder zurück zu Kanon. Und der greift nun natürlich auch an. Und zwar mit seiner Säureattacke. Und diese Säureattacke trifft auch zwei der Hatsu-Ganzer und ätzt diesen, ja, dieses Visier vom Hatsu weg. Also es geht nicht durch, dass das Gesicht weggeätzt wird, sondern halt wirklich nur ein Teil dieser Rüstung. Und man sieht halt schon, wie die zwei das ja, verängstigt, dass sie da jetzt wirklich getroffen wurden. Jetzt wird auch nochmal gesagt, ja, wir können hier sterben. Also sie sind sich schon bewusst, dass Kanon wohl ein ziemlich starker Gegner ist. Die beiden, die getroffen wurden, die machen erstmal nichts, aber einer der anderen Hatsu-Ganzer schafft es, Kanon den Kopf abzuschlagen und damit liegt Kanon nun erstmal tot auf dem Boden. Und ja, immer noch so ein bisschen zwischen Angst und Erleichterung stehen die Hatsu-Ganzer da und hoffen, dass es geschafft ist, wobei schon einer sagt, nee, Kanon ist noch nicht tot und wie könnte es auch anders sein? Von Kanon geht ein Laserstrahl aus, durchbohrt einen der Hatsu-Ganzer, einem, wo das Visier weggeätzt wurde. Der schaut nur so an sich herunter und wird danach waagerecht in zwei geschnitten und damit endet das Kapitel auch. Das nächste Kapitel gibt es dann am 28.04. Ja, dauert diesmal leider etwas länger. Und ja, war wieder ein richtig geiles Kapitel, muss man sagen. Und Kanon macht schon wirklich gut Action. Ich denke mal, im nächsten Kapitel wird er sich regenerieren. Ich hatte ja gedacht, dass wenn sie Kanon jetzt treffen, dass er sich entweder am Ende regenerieren wird und dann im nächsten Kapitel quasi angreift. Oder jetzt ist es halt so gekommen, dass er direkt schon kopflos noch weiterkämpfen kann, auch wenn er auf dem Boden liegt. Von daher gehe ich davon aus, er wird sich im nächsten Kapitel regenerieren und dann auch die restlichen Hatsu-Ganzer töten. Ich denke nicht, dass einer von denen da noch lebend rauskommt. Vielleicht greifen die im nächsten Kapitel auch alle zu dritt an, und zwar mit ihren Laser-Attacken und zerfetzen Kanon, denken, es ist dann geschafft und Kanon setzt sich dann wieder zusammen, regeneriert sich, weil sie einfach diese Uhr nicht zerstört haben und metzelt die drei dann ab. Aber wir können stark davon ausgehen, dass die Hatsu-Ganzer gegen Kanon verlieren werden. Aber auch sonst ist es wirklich sehr, sehr interessant, denn die Säure ist stark genug, den Hatsuit da durchzubrennen, allerdings nicht stark genug, um komplett durch den kompletten Hatsuit durchzugehen, also um auch noch den ganzen unter dem Hatsuit zu treffen. Denn wie wir ja wissen, die Säure ätzt sich ohne Probleme durch den normalen Ganzanzug. Das haben wir bei Kishimoto gesehen, die ja von der Säure getroffen wurde und da ist das einfach ja durch den Anzug geätzt worden. Da ist der Hatsuit also schon stärker, aber nicht stark genug, um die Säure komplett aufzuhalten. Wir sehen auch, dass die Säure, die Kanon benutzt, deutlich stärker ist als die Säure, die dieser Mönch aus der ersten Mission gespritzt hat. Da wurden ja nur die getroffen,
beziehungsweise verletzt, die keinen Anzug angehabt haben. Da hat ja der normale Ganzanzug schon geholfen und beschützt. Deshalb ist Saki ja auch nicht weggeätzt worden, sondern nur ihr komischer Anzug, den sie über den Anzug trug, wurde ja weggeätzt. Aber dafür, ja, einer der Yakuza, der hat ja seinen Arm verloren. Also ist die Säure von Kanon auch nochmal stärker als die von diesem Mönchsmonster. Auch interessant, der Laserstrahl, der halt wirklich ohne Probleme durch den Hardsuit durchgeht. Also auch da schützt der Hardsuit nicht, denn wieder der Ganze wird einfach in zwei geschnitten und das ohne große Probleme. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Kanon auch noch andere Sachen hat. Der hat ja nicht nur seine Lampe mit dem Laserstrahl und seine Säure da in der Hand, sondern natürlich seine Uhr zum Regenerieren, ein Schwert und ich meine noch ein paar andere Sachen hatte, wovon wir überhaupt noch nicht wissen, was diese Sachen können. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Es kann also sein, dass Kanon hier sogar noch neue Attacken auspackt. Ja, wie gesagt, wir können davon ausgehen, mit dem Hals und Ganzen ist es geschehen. Nun ist natürlich die Frage, was ist denn mit dem Mecha? Was wird der machen denn? Ich meine, wenn der auf Kanon rauftritt, dann ist Kanon Matsch. Also, wie gesagt, Kanon ist halt so groß, ja, wie so ein Ganzer, die sind ungefähr gleich groß. Und Musashi war ja deutlich, ich würde sagen doppelt, wenn nicht vielleicht sogar dreifach so groß wie jetzt Hanbi. Und der Mecha hat ihn einfach wie eine Ameise zertreten. Von daher dürfte Kanon so einen Tritt vom Ganzmecha in keinster Weise überleben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kanon stark genug ist, mit seinem Laser den Ganzmecha irgendwie in zwei zu schneiden. Also das glaube ich jetzt nicht. Von daher gehe ich aus, dass die riesige Buddha-Statue noch irgendwas hat, um den Ganzmecha zu zerstören. Und entweder, dass beide gleichzeitig draufgehen, der Ganzmecha macht noch eine Attacke und tötet dabei den Buddha und der macht in seinem sterbenden Moment noch eine Attacke und zerstört den Mecha. Und ich rede hier jetzt nur vom Mecha, nicht vom Hardsuit-Ganzer im Mecha. Vielleicht ist es auch so, dass der Mecha zerstört wird, der Hardsuit-Ganzer rausspringt und mit seinem Hardsuit dann die riesige Buddha-Statue tötet, vielleicht was Ähnliches macht wie Kurono oder einfach mit seinen Laserattacken diesen ein paar Mal durchbohrt. Und dann ist natürlich die Frage, wird er dann mit den anderen Ganzern zusammenarbeiten, der Hardsuit-Ganzer gegen Kanon dann oder nicht? Wie gesagt, wird Kanon den dann auch ganz schnell erledigen? Ist das vielleicht der Ganzer, der von den Hardsuit-Ganzern diese Runde vielleicht sogar überleben wird? Wie gesagt, für Saki, habe ich ja schon im letzten Kapitel gesagt, sieht es eher schlecht aus. Und auch für die anderen Leute vor dem Tempel sieht es ja nicht allzu gut aus, denn es leben tatsächlich noch sehr viele von den Neulingen. Und ich kann mir bis halt auf den kleinen Dieb und den Typen mit den Ziehkräften nicht vorstellen, dass jemand von den anderen Neuen überleben werden. Nun bin ich natürlich auch mal gespannt, wird der Ziehkrafttyp, also der Glücksspieler, irgendwas machen, vielleicht Kanon schwer verletzen. Dann könntest du mir natürlich so vorstellen, dass Kanon entweder Saki tötet, also wie gesagt, davon, wir gehen ja mal aus, Kanon tötet Saki und Hanbi rastet aus, greift Kanon an und wird daraufhin schwer verletzt. Dann bleibt also nur noch Masakichi, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Prinzessin als auch der alte Mann eine Chance gegen Kanon haben. Auch wenn die Prinzessin vielleicht kämpfen kann, wie gesagt, die hat ja wohl mal Unterricht im Naginata-Kampf bekommen. Oder aber Hanbi wird direkt von Kanon schwer verletzt, Saki springt ihn wieder vor, versucht ihn zu beschützen und stirbt dann. Wie gesagt, jedenfalls, ja gut, auf Sakis Tod kommt es hinaus und dass Hanbi handlungsunfähig ist. Dass Masakichi es alleine schafft, ich weiß es nicht. Und dass dann vielleicht hier der Typ in den Ziehkräften irgendwie Kanon irgendwie schwer verletzt, vielleicht seinen Regenerationsteil zerstört, vielleicht schießt der alte Mann auf Kanon, trifft Kanon und dann sieht jemand, okay, da funktioniert diese Uhr, damit heilt er sich und attackiert dann das. So könnte ich mir das Ganze noch vorstellen, wenn es zu diesem Szenario kommt. Auch ob Kanon eine zweite Form hat, ist halt auch noch unklar.
Also wenn sie die erste Form besiegt haben, ob dann wieder so ein grünes Monster rauskommt oder ob es vielleicht was komplett anderes wird. Ich hatte ja auch schon gedacht, dass Kanonwert gar nicht der Boss der Mission ist. Denn nur weil die Hardsuit-Ganzer sagen, ja, das ist der Boss, heißt es ja nicht, dass es dieser auch ist. In der ersten Mission wurde auch viel gesagt, oh, das ist der Boss. Nee, doch nicht. Ah, das ist jetzt der Boss. Immer noch nicht. Allerdings haben wir auf der ersten Seite, an der Seite halt sowas, wo auch nochmal gesagt wird, dass sie jetzt dem Boss gegenüberstehen. Von daher können wir davon ausgehen, dass Kanon wirklich der Boss hier sein wird. Und es dürfen auch nicht mehr viele Aliens leben. Eigentlich dürften jetzt nur noch die riesige Buddha-Statue und Kanon leben. Von daher bin ich mal gespannt, wie lange die Mission jetzt noch gehen wird. Ich habe mir, ja, ob wir jetzt noch mal ein komplettes Kapitel haben, alle Hardsuit-Ganzer gegen Kanon, oder ob die jetzt direkt auf den ersten paar Seiten im nächsten Kapitel getötet werden und Kanon dann zu den anderen geht. Ja, wie gesagt, das müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, auf eure Meinung zum Kapitel bin ich natürlich wie immer gespannt. Wie gesagt, sehr, sehr interessantes Kapitel, auch hier von den Attacken von Kanon, wie stark die sind. Ich habe auch schon gelesen, dass einer gesagt hat, dass die Aliens genauso stark sind wie auch in der dritten Mission vom Hauptmanga. Das glaube ich allerdings tatsächlich nicht. Einmal, und das muss man einfach festhalten, diese zweite Mission von Ganz E ist eine andere Mission als die dritte Mission im Hauptmanga. Einfach weil es sehr, sehr viele Unterschiede gibt und wir nur einige gewisse Aliens haben und das Setting, welches gleich ist. Also da kann man halt wirklich sehr schön miteinander vergleichen. Und von daher wird es mich nicht wundern, wenn Kanon hier natürlich nochmal deutlich stärker ist. Wie gesagt, Kanon war schon im Hauptmanga nicht schwach, ganz und gar nicht. Ich meine, bis auf Kuno sind alle gestorben. Man darf aber nicht vergessen, die Charaktere in Ganz E haben deutlich mehr Kampferfahrung und sind deutlich stärker als das Team aus dem Hauptmanga zu dem Zeitpunkt. Von daher wird Kanon also nochmal deutlich stärker sein. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er noch so die ein oder andere Attacke aus dem Ärmel holt, um den Ganzen das Leben schwer zu machen. Und um auch die recht vielen Neulinge, die da noch stehen und gerade Mecha gegen Buddha zuschauen, niederzumähen. Und ja, wie gesagt, eure Meinung wie immer in die Kommentare. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Wie gesagt, leider dauert es diesmal ein bisschen bis zum nächsten Kapitel. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.